diesem Video zeige ich euch das Merchandise auf dem Avengers Campus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind auf dem Avengers Campus und wir gehen jetzt hier rein in Mission Equipment. Ich zeige euch das neue Avengers Campus Merchandise inklusive Preise. Ich würde sagen, da es halt ein komplett neuer Shop ist und alles im Prinzip neu ist, wird es ein längeres Video, aber ich hoffe, es gefällt euch. Also, es gibt ein T-Shirt. 20 Euro. Eine Iron Man Avengers Campus Tasse für 20 Euro und die ändert sogar ihre Farbe, wenn sie heiß wird. Hier ist es ein bisschen laut, es tut mir sehr leid. Hier ist natürlich sehr viel los. Es gibt ein Notizbuch für 13 Euro. Einen richtig coolen Rucksack für 50 Euro. Das Artwork, was es überall gab, 40 Euro. Das finde ich tatsächlich einen sehr humanen Preis. Es gibt natürlich Pins. Pink. Wo heißt aber hier eine Preisliste? Ah, da. Pink. 13 Euro, 11 Euro die gelben, 9 die orangen und 8 die grünen. Den gibt es noch. Grün, grün, orange, hier gibt es nochmal nur Quinjet, orange. Sporttasche, keine Ahnung, Reisetasche, wie man es auch nennen möchte, 30 Euro. Ja, super schönes Spirit-Jersey. 65 Euro. Zurzeit gibt es noch keinen Jahreskartenrabatt, deswegen hader ich gerade mit mir. Ich hoffe, dass es nach dem 20. geändert wird. Mal gucken. Eine, ich würde sagen, so eine aus Alu, keine Ahnung, Aluminium-Tasse für 20 Euro. Das ist nochmal dasselbe. Hier Jersey. Oh, eine Unterhose. Falls ihr nicht genug Unterwäsche habt, 18 Euro. Oh, 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 für einen Schlipper. Für die Männer, dann gibt es einen Geldbeutel für 16 Euro, nehmen wir mal auf. Dann gibt es hier so ein, ich weiß nicht, was es darstellen soll, so ein, es leuchtet, sieht man das? Ich muss das ein bisschen dunkler. Ja. Es ändert so seine Farbe, irgendwie ein Glow-Badge, das kann man sich dann so anziehen, das ist bestimmt cool, abends, 18 Euro. Oben gibt es ein Auto, 15 Euro, also es gibt hier sehr, sehr viel, 36 Euro für das Shirt, 36 für das Shirt, ist das so ein Sportshirt, man weiß es nicht, aber ich glaube es ist für Frauen, das sieht tailliert aus, gibt es weiteres Spielzeug, Black Panther, 15 Euro, nochmal die Schlipper, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, Jesus Christ, 15 Euro, ich glaube, soll der Quinjet sein, das T-Shirt gibt es noch von Flight Force, das sieht auch richtig cool aus mit Iron Man, 30 Euro, Pins von Flight Force, orange, orange, das. Nicht, dass ich so schnell hier durchrushe für euch. Orange zum selben. Kinder-T-Shirt, was im Dunkeln leuchtet. 18 Euro. Fände ich auch richtig schön. Ja, Captain Marvel. Da war die Brina. 18 Euro für Captain Marvel-Shirt. Also ich muss sagen, die Sachen finde ich, also ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber die Sachen sind echt schön. Hier das Erwachsene-Shirt, ja bitte. Wir haben ja überlegt, wie wird es sein, wenn dieser Campus hier aufhat, sehen wir dann irgendwann nochmal das Schloss. Ich glaube nach dem 20. nie wieder. Nee. Das hier ist
Aber wir holen jetzt den Jersey nicht. Wir halten uns noch zurück. Wir sind ja auch auf Flur. Ja, also weiter geht's mit der Shopping-Tour. Kurze Interrupt von Brina. 30 Euro für das Captain Marvel Shirt für Erwachsene. Ein Captain Marvel Kissen kostet, ich sehe es gerade nicht, ich weiß es nicht, Moment, 30 Euro, Captain Marvel Shirt 23, Jacke, ich glaube die gab es aber schon mal, ich bin mir jetzt unsicher, 60 Euro, Shirt, für 26, das haben wir alles schon gesehen. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. So eine Art T-Shirt. Oh! First Avengers oh Gott. Ich sag's lieber nicht, weil ich mich blamiere, weil ich es nicht kenne. 26 Euro. Die Taschen gibt es hier natürlich auch. Es gibt einen Hoodie von Flight Force. Und was macht der? Man kann hier irgendeine Experience anlocken. Keine Ahnung. Der kostet 56 Euro. Das habe ich euch gezeigt. Das haben wir alles. So, erster Part done. Dann gibt es hier Captain America Schüsseln für 13 Euro. Eine Tasse für 17. Ein Kissen für 30. Die habe ich euch gezeigt. Die Tassen, die kennen wir alle. Da kann man sich auch diesen Fotopass Premium kaufen. Da kommt ja auch, glaube ich, dieses Motion-Ding dazu. Für schlappe 90 Euro. Oh, guckt mal, es gibt sogar sind Postkarten. 15 Postkarten. Die sehen echt cool aus. Für 15 Euro. Ein kleiner Groot-Geldbeutel für 6. Hier steht doch das in Paris drauf. Es gibt, ach du Jemini, einen Flaschenöffner, der auch magnetisch ist, für 9 Euro. Oh nein, ich mache alles kaputt. Es fällt alles runter. Ja. Das Notizbuch ist mir gerade runtergefallen von Groot. 16 Euro. Es gibt Funko Pops. €15. Es gibt Pets. Ich zeige euch jetzt nicht alle. Für 3 Euro. Hier gibt es auch Hulk. Es gibt einen kleinen Groot zum Aufdrehen. Für 10 Euro. Ich weiß nicht, was er macht. Wahrscheinlich bewegen. Guck mal. Süß. Es gibt Kugelschreiber. Kosten 6 Euro. Iron Man, Hoch und Captain America. Ich mache schon wieder alles kaputt. Oh, es gibt noch mehr Pins hier unten. Es gibt Tor. Ich lese jetzt, ich kann die Preise. Diese kosten wahrscheinlich alle, sind wahrscheinlich alle grün. Guardians of the Galaxy, Torhammer. Hier haben wir Rocket, Groot. Und das sind nochmal dieselben. Oh. Es gibt ein Autogrammbuch. 10 Euro. Ein Stifteset für 12 Euro. Ah, einen richtig süßen Magneten mit Groot für 5. Jetzt mal aus dem Kassenbereich auch. Ah, hier gibt es auch noch Schlüsselanhänger. Oh, ja. Das Auto habe ich euch gezeigt. Ja, hier gibt es Schlüsselanhänger. Groot 7 Euro. Captain Marvel. Das kostet wahrscheinlich alle 7. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Groot nochmal. Thor's Hammer. Nochmal. Nicht Thor's Hammer, es tut mir leid. Oh, jetzt blamiere ich mich schon wieder. Verzeiht es mich. Da ist Thor's Hammer. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, weil ich ein bisschen unter Druck bin. Black Panther.
und Captain Marvel. Ich weiß gar nicht, wie dieser Handschuh heißt. Egal. Kannst halt überlegen. So, hier gibt's Cappies. Einmal mit Iron Man. Ich glaube, der leuchtet sogar für 28. Dann gibt's den hier, Captain America, der leuchtet auch. Und Groot. Leuchtet der auch? Ne, der kostet auch nur 25. Weiter geht's zu den Spielsachen. Hier habt ihr die Castmember, die zeigen euch mal, wie man... Ja, yeah. Das ist der Webslinger und das ist Doctor Strange. Ach, Iron Man, but that's Doctor Strange. Das ist Doctor... Ich finde das cool, dass die Mitarbeiter hier das zeigen, wie das aussieht. Sieht richtig gut aus. Daniel möchte sich das kaufen. Schreibt mal in die Kommentare, ob Daniel sich das kaufen soll. Richtig cool. Ja, was haben wir hier? Ah, das ist, glaube ich, die Webtech, genau. Das, was sie gerade gezeigt hat, das könnt ihr auch in der Attraktion tatsächlich benutzen. Hier gibt es irgendwie auch noch so eine spektakuläre Spider-Man-Brille. Für, ich glaube, 60. Ich kann es, versteht die leider nur Französisch. Oh. Spielzeug. 35 Euro, weiß nicht, Black Panther Gloves, Hulk für 40, was haben wir, Hulk, hier, das haben wir auch, diesen Bogen von, ich weiß es nicht, wer das ist, eine Sekunde, kostet 30, Pfeil und Bogen. Gibt es noch ein anderes Bild vom... Ist es ein Bild? Ist es eine Unterlage? Man weiß es nicht. Vom Quinjet. 70 Euro. Ja, so sieht es aus. Das T-Shirt, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. 36, das habe ich euch gezeigt. Hier gibt es noch solche Figuren. Kosten wahrscheinlich alle 15. Die Spielfiguren, 30 Euro, Guardians of the Galaxy, 35 Euro, Black Panther, 35, dann ist nochmal Hulk, da ist auch nochmal Iron Man, für 35 und hier ist auch nochmal Thor. So, das haben wir, das haben wir. Uiuiui. Hier haben wir Kinderkostüme. Guck mal diese Figuren. Captain Marvel Kinderkostüm für 50 Euro. Kleiner, es ist Thor, ich glaube es ist Thor. Für, oh, wo sind die Preise? 60 Euro. Wahrscheinlich der Captain America auch. 60 Euro mit Muskeln inklusive. Da oben habt ihr Thors Hammer als Spielzeug für 35. Jetzt kommen wir zu der Groot-Abteilung. Die Notizbücher habe ich gezeigt. Der Kuschel-Groot für... Nichts, ist kein Preis dran. Notizbuch habt ihr gesehen. Kissen, ist wahrscheinlich auch 30, wie die anderen Kissen auch. 30 Euro für Groot-Kissen. Dann gibt es hier so einen coolen gelben Groot-Pullover für 46. Kinderpullover mit Groot für... Ich brauche einen Assistenten, Leute. 36 Kinder-T-Shirt für 14. Das ist nicht der Schulter-Groot, das ist der normale Groot für 14.
Cappy habe ich euch gezeigt. Das T-Shirt für Erwachsene kostet 26. Ist auch richtig süß. Haben wir hier noch Guardians of the Galaxy Shirt. 23. Andere habe ich auch noch nicht gezeigt. Für... Man weiß es nicht. 26. Und eine Groot-Tasse für 22. So, ich habe jetzt fast den halben Shop durch. Da hinten ist, weiß ich noch gar nicht. So, das ist jetzt hier das Doctor Strange Ding, was ihr gesehen habt bei der Castmemberin. Kostet 30 Euro. Das Webslinger Ding kostet 40. Hier haben wir Iron Man, kostet 30 Euro. Hier seht ihr das auch nochmal, wie das so aussieht bei auf den Armen. Also das kann man alles auf die Arme machen. Was haben wir das hier? Das ist nochmal der Web-Shooter. Ah, das ist nochmal was anderes. Web-Tech, Web-Shooter. Ich glaube, das ist für die Attraktion. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Und da ist auch noch so diese Brille. Spider-Man-Brille. Sehr interessant. So, jetzt kommen wir noch weiter hier. Spider-Man, zu den Spider-Man-Sachen. Spider-Man-Kostüm. 50 Euro für Kinder, die passende Maske für 30, ist euer Kind auch angezogen. Dann haben wir 35 für Spider-Man Actionfigur, Kostüme Spider-Man Kuscheltier, kostet wieder nichts, hat keinen Preis dran. Hier gibt es jetzt noch so Plastikbesteck-Sachen für Kinder, Plastik-Trinkflasche, 12. Dieser Becher, den es auch vom 30. gibt, mit Spider-Man, für 6. Essensteller, 8. Schüssel, 6. So ein Holo-Shirt für 16. Sieht man das? Das habe ich euch gezeigt. So ein Spider-Man-T-Shirt, was man die Pailletten so umdrehen kann. Ihr wisst, was ich meine. Kostet 16 Euro. Irgendwie noch Funko Pops. Hier gibt es eine Spider-Man Kinderjacke für 45 Euro. Das habe ich euch gezeigt. Die Trinkflasche gibt es noch mit Spider-Man hier unten auf einem Skateboard. Ne, nicht Skateboard, auf irgendeinem Board. Für 12 Euro. Dann gibt es die Rhino Shield Hülle für iPhone 13, 40 Euro. Spider-Man T-Shirt, Hoodie, was auch immer, kurzer Arm-Hoodie, 40 Euro. Gucken wir mal hinten. Da ist so die Kapuze ein bisschen gebrandet. Eine Jogginghose für. Was? 48? Ne, 46 Euro. Jogginghose. Nochmal ein T-Shirt, was abends leuchtet, für 30 Euro. Auch die Attraktionen an der Seite draufstehen. Ja, die Leute kommen hier gerade raus. Ja, hier gibt es diese Spinnen. Die Castmember mal präsentieren das hier. Die kosten, glaube ich, 70 Euro. Als die Leute. Gehen wir auf die andere Seite. Schauen wir mal. Die kann man wohl irgendwie programmieren und steuern mit einer Fernbedienung. Die können mit diesen kleinen Spider-Bots hier interagieren. Die Kinder testen das hier gerade mal. Das finde ich auch cool, dass man das hier auch mal testen kann für die Kinder. Das ist natürlich ein Verkaufsargument, ne? Wenn man die Kinder das hier sehen und testen können, dann ja. Jetzt kämpfen die wohl gerade gegeneinander, die zwei Spinnen. Ja, machen wir weiter. Es gibt Web-Tassen für 17 Euro. Es gibt eine Schüssel für 13 Euro. Hier habt ihr die Spider-Bots mal irgendwie in klein, aber ich weiß nicht, ob man die steuern kann, aber es ist auch irgendwie ein Spielzeug. Die kleinen kosten 25. Und wie gesagt, da sind die großen für 70. Hier habt ihr noch Kinder, Web-Spider,
Klamotten. Der Hoodie kostet 39. Das habe ich euch gezeigt. Hier gibt es eine Trinkflasche für 25. Ein Magneten. 9. Diese Mini-Reagenzgläser, ich weiß nicht, was macht man damit? Wodka draus trinken? Alkohol? Man weiß es nicht. 20 Euro. Hier gibt es auch noch so eine sehr seltsame Tasse. Es ist ein Messbecher. Habe ich tatsächlich auch noch nicht von Disney gesehen. Für 15 Euro. Sehr interessant. Das habe ich da. Gibt es noch hier einen Rucksack von Webslingers. Kostet 40 Euro. Das habe ich euch, ne, das habe ich euch noch nicht gezeigt. 18 Euro für das Kinder-T-Shirt. Jetzt gibt es natürlich auch Erwachsenen-T-Shirts für 30 Euro. Messbecher. Hier haben wir Unterlagen, Küchenunterlagen. Kosten 5 Euro pro Unterlage. Käppi. 22. Wo ist nochmal der Spider? Stark Industry. 40 Euro. Pullover, Hoodie, was auch immer. Nochmal ein Pop. Exxon Pop Socket. Pop Socket. Pop. Funko Pop. Von Web Adventure. Hier seht ihr das auch nochmal so schön drapiert. Das T-Shirt gibt es hier noch für Erwachsene für 30 Euro. Hier ist dieser Kaffeebecher, der ist ganz schön schwer, für 17. Oh, Fischerhut für mich. 25 Euro kann man auch auf der anderen Seite tragen, also reversible. Dann gibt es hier noch ein T-Shirt für 30. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Das haben wir gesehen, das haben wir auch gesehen. Ah, hier gibt es noch Lanyards und da ist auch noch ein T-Shirt. Ich komme da nur gerade nicht hin. 40 Euro. Hier sind die Lanyards. Pin, orange. Pin. Pin, pin, pin. Schlussanhänger 7, Pinset 20, das haben wir hier auch noch und das Lanyard, das zeige ich euch natürlich auch noch gerne, Spider-Man und Webslingers kostet 10 Euro. Unten. Ich weiß gar nicht, was in den Kartons ist. Hier sind auch noch irgendwie Spider-Bots für 25, aber die kann man, weiß nicht, ob der Hund man nicht steuern kann. Was haben wir noch? Was haben wir gesehen? Uiuiui. Ganz viele Spider-Bots. Spider-Bots. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin durch. Anne, hier ist noch so ein Spider-Man-Web-Comic. Für 13. So, ich glaube, jetzt bin ich durch. Mal gucken. Ja, also, das war's. Ja, entschuldigt das lange Video, aber ich musste einmal durch den kompletten Shop laufen. Ciao. ich hoffe, das Merchandise-Video hier aus dem Mission Equipment hat euch gefallen und ihr habt einen guten Eindruck bekommen, was es hier für ein Merchandise gibt. Ich habe tatsächlich auch was gekauft für ein Instagram-Giveaway und es wird auch demnächst auch eins auf YouTube kommen, wenn ich die 5000 Abonnenten geknackt habe. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Schön.